Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem SV Werder Bremen. Ja, endlich geht's weiter. Musste ja eine Woche aussetzen, leider aufgrund der, ja, Zwischenprüfung bei mir in der Berufsschule. Ich habe jetzt anderthalb Jahre bei Ausbildung rum, von drei Jahren insgesamt, und deswegen steht in der Mitte so ungefähr die Zwischenprüfung an, und die war jetzt heute an diesem Tag, an diesem Freitagabend, wo ich aufnehme, kurz vorm Livestream nehme ich das quasi auf, und ich denke, ihr werdet es bemerkt haben, es ist die erste Aufnahme mit meinem neuen schönen, schicken Mikrofon. Wer mich bei Facebook geliked hat, auf meiner Facebook-Fanpage, da habt ihr sicherlich schon ein Bild davon gesehen. Ich habe jetzt ein richtig schickes, schönes Mikro, wie auch der Baumi und der Barney benutzen. Ich glaube, der Schlappi benutzt das Ding auch und der Jonas. Also, wir sind alle eins, unsere Community ist alles eins. Von daher, ja, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ein paar mehr Klicks, Leute. Was ist los hier? FIFA hat kaum Aufrufe, das macht mir nicht wirklich Spaß hier, denn mit Werder zu spielen. Aber okay, wir starten mal rein hier. Pressekonferenz haben wir noch. Gegen Leverkusen steht eine Pressekonferenz an hier. Denn das ist das nächste Spiel. Ich würde sagen, wir motivieren unsere Mannschaft mal. Und es ist das letzte Spiel vor der Winterpause, also vor der Transferpause. Winterpause gibt es ja nicht wirklich hier. Es ist der 21. Dezember. Da haben wir es, da auch eine kleine Winterpause ist. Dann geht es am 22. weiter gegen Gladbach. Also, das ist schon... da können wir ein bisschen einkaufen, hoffentlich. Wenn wir ein bisschen Geld kriegen, natürlich, ist die andere Frage. Fakt ist erstmal, ich werde dieses eine Spiel jetzt hier, dieses Spiel gegen Leverkusen, werde ich auf einer... Ja, werde ich eine Schwierigkeitsstufe runterstellen. Auf Profi werde ich da stellen. Und zwar aus dem Grund, weil wir einfach verkacken. Auf der PlayStation komme ich zwar wieder einigermaßen klar auf Weltklasse, aber das ist eine Mannschaft, die ich da mit Schalke aufgebaut habe auf der PlayStation. Die ist schon deutlich besser als die mit Werder hier. Also wird es ein bisschen schwerer. Wir stellen hier nochmal auf Profi runter, jetzt vor der Winterpause. Wollen nochmal einen Sieg einfahren hier. Jetzt letzt gegen Hertha haben wir ja unglücklich verloren. Und deswegen, ja, wollen wir nochmal loslegen. Von daher, gar nicht lang schnacken. Ab geht's gegen Leverkusen. So, da haben wir Elia, El Giro Elia. Wir spielen in Grün oder Leverkusen, denn ja, in Schwarz oder Rot. Ich würde sagen, Rotes kann man besser erkennen. Und da müssen wir reinschauen. Regen, nur am 21. Dezember Regen. Ja, hatten wir dieses Jahr, haben wir letztes Jahr auch gehabt, ne? Also, ist ja recht realistisch. Denn so, ich muss mich erstmal wieder erinnern, wie unsere Ausstellung war, unsere letztige. Fritz, Lukimia, Prödel, Selassie links. Aber ich wollte doch was anderes ausprobieren, ne? Ich wollte doch den Selassie wieder nach links, nach rechts stellen und den Fritz ganz rauslassen. Garcia wollte ich da nicht spielen lassen. Ich glaube, ich habe Garcia in der Innenverteidigung ausprobiert, ne? Hat das doch. Oh, nee, der nicht. So nicht, nein. Garcia in der Innenverteidigung, genau. Genau, für Prödel. Elia geht auf die rechte Seite. Und im defensiven Mittelfeld spielte Tom Tribol, genau. Jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. So, was haben wir noch? Aaron Hunt muss wieder natürlich zurück hier für Ikechi. Auf die linke Seite für... Wo ist denn die linke Mittelfeldseite, Leute? Ach, da! Die Santo steht da. Klar. So, Aaron Hunt. Nils Petersen, glaube ich, lasse ich mal drin. Und gucken. Hier schmeißen wir einen raus, und zwar den Schmitz. Dafür kommt dann der gute... Ach, Mann! Dieser Xbox-Controller reagiert immer nicht so schnell. Der gute Injovski kommt dann dafür mit. So, Fritz, genau. Und auf links, glaube ich, wollte ich den Injovski stellen. Probier es einfach mal aus. In der Winterpause wollte ich ja ganz gerne den Büttner holen. Ne? Den kennt ihr ja sicherlich noch. Vom Schalke-Let's Play mit dem Fußballmanager. Den wollte ich ja gerne, ganz gerne holen. Und bin gespannt, ob wir den kriegen könnten. Wenigstens mit einer Laie. So, gucken wir mal auf die Übung hier. Petersen. Ja, sieht doch schick aus. Sieht doch schick aus. Und ja, auch das sieht schick aus. Ne? Es läuft doch schon mal. Kann doch nur gut werden heute, das Spiel. Wie gesagt, heute erstmal wieder auf Profi. Okay, das wird jetzt nichts. Heute erstmal wieder auf Profi, um wieder richtig reinzukommen. Mal gucken, ob wir ein bisschen Erfolg damit haben werden. Und wenn ich dann wieder richtig gut bin, beziehungsweise es doch wieder etwas zu einfach wird, dann probiere ich es dann einfach mit... ja, wie war das? Dann probiere ich es einfach wieder mit Weltklasse, wenn es zu einfach wird. Also heute gegen Leverkusen daheim. Da haben wir schon mal die Mannschaften. Oh, das wird ganz laut um mein Headset. Hätte ich mal doch noch ein bisschen leiser stellen sollen, aber okay. Ich denke mal, so spreche ich ein bisschen lauter ins Mikrofon rein. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es das am Ende anhört und wie ihr das nachher findet, wie das neue Mikrofon so wirkt. Ich hoffe, das Lecken stellt sich auch wieder ein bisschen hier. Schauen wir mal, da haben wir Stefan Kiesling, der Torjäger natürlich vom Dienst. Ich habe ja auch ein neues Headset jetzt angeschlossen, von daher dröhnt das ein bisschen döller und es ist richtig zu an den Ohren. Ich kann mich quasi kaum selber sprechen hören. Also es ist auch erstmal wie die Ohren zu halt. Aber das dröhnt halt im Kopf durch die FIFA-Laute.
Bin gespannt, wie es wird. Endlich mal wieder FIFA aufnehmen. Hab die Woche ein bisschen FIFA gezockt auch. Und wir richtig Bock gemacht mit Schalke, auf sich auf der Playstation spielen. Oh, verdammt, jetzt habe ich vergessen, den Kapitän natürlich umzustellen. Alexander Niowski ist hier Kapitän. So, wo stehen wir denn? Auf Platz 9. 21 Punkte. Ist nicht viel, aber wir können auf 24 kommen. Das sollte Motivation genug sein. 24 Punkte zurück zur Hinrundenende. Ist ganz okay. Wir hatten eine lange Krise zwischen uns. Werder Bremen sowieso keine Top-Mannschaft mehr. Mal schauen, was es wird heute. Unsere letztmalige Aufstellung, wie gesagt. Bin gespannt, ob es sich mal auszahlt heute. Gegen Hoffenheim haben wir ja zuletzt gewonnen. Dann gegen Hertha eine bittere Niederlage kassieren. 2-1 verloren da durch den Elfmeter. Der nicht so wirklich Elfmeter war, kann man sagen. Aber gut. Gut. Ab geht's ins Spiel. Kießling und Sam und beim Anstoß. Ich muss mich daran gewöhnen, hier am PC zu spielen, natürlich. Castro, okay, erstmal ist ausgespielt. Kann nur besser werden, natürlich. So, das ist Hilbert, rechter Verteidiger von Bayer Leverkusen. Castro. Neufest, schick Castro, Garcia passt auf. Als Innenverteidiger hat er mir gar nicht so schlecht gefallen. Also war ganz gut. Ah, Fehlpass natürlich. Jetzt Kießling, wieder Garcia. Oma Chiadi. Kim ja sehr gut gegrätscht dort. Jetzt Petersen. Ah, schade. Wollt ihr hier da schicken? Böhnisch, der Ex-Prima hat den. Petersen dazwischen, Rolfes. Oh, das war ein Foul. An Hand. Aber Garcia stoppt ihn dann, Tribol. Ah, bleibt hängen da an Reinhardt. Jetzt Petersen. Und durch auf Tribol. Tom Tribol. Weiter auf Elia. Ah, aber bleibt hängen an Böhnisch. Aber Elia hat noch einen Ballbesitz. Jetzt müsste die Flagge kommen, wenn Flagge kommt, auch. Aber keiner da. Keiner da, der den Ball abnehmen kann. Stefan Kießling. Oh, Garcia läuft ins Leere. Sam. Oh, klasse Pass von Sam auf. Lars Bender. Bender! Aber doch eher schwacher Abschluss des deutschen Nationalspielers. Militz muss hier eingreifen. Langer Abschlag. Oder Abstoß. Warum nicht jetzt allerdings verwechseln, weiß ich auch nicht. Haben wir wieder Rolfes. Rolfes. Simon Rolfes. Wird gestoppt. Aaron Hunt. Jonosovic. Petersen. Petersen. Jetzt wollte er durchstecken auf Jonosovic. Aber Spahic. Den Verteidiger. Passt auf. Gebre Selassie. Jetzt mit Elia. Bisschen zu steil. Böhnisch fängt ab. Tribol wieder da. Nochmal Elia. Bender hat ihn. Oh, langer Ball von Lars Bender auf Kießling, aber Garcia geht da gut dazwischen. So, dass da keiner eingreifen muss. Militz mit dem Abschluss wieder. Also wie auf PC muss ich auf Profi FIA einfinden. Das ist schon ein Unterschied, PC und Playstation. Vor allem, wenn man in der Woche Playstation spielt. Aber ich bin ja jetzt endlich durch mit der Berufsschule und kann deswegen jetzt wieder dauerhaft zu Hause aufnehmen. Und nicht so viel Stress am Wochenende. Petersen, schade. Reinhardt. Hintenrum mit Spalch, denn auch Böhnisch wieder mit der Nummer 17. Das ist meine Nummer eigentlich. So, Toprak. Castro, gute Ballannahme. Aber er bleibt irgendwie im Ballbesitz, weil die Bremer sich da nicht wirklich einig waren, wer den Ball dann nimmt. Und da steht jetzt Hilbert völlig blank. Roberto Hilbert, ehemaliger Stuttgarter. Hilbert gegen Iniowski. Hier kommt die Flanke. Lukimia ist da mit dem Kopf. Und was pfeift da? Abseits pfeift er. Oh, das war ganz böse. Das war ganz knapp. Ich hätte eher auf gleiche Höhe tendiert. Wie gesagt, die Linien sind manchmal gar nicht richtig gezogen da. Garcia. Hassani Lukimia. Mit Elia. Und Macchiadi. Das ist Petersen. Schwach von Petersen. Der ist überhaupt nicht gut drauf zurzeit. Reinhardt. Stark von Jonosovic. Aber bringt er nichts, wenn Werder nicht im Ballbesitz bleibt. Kimia wehrt gut ab. Jonosovic, jetzt mal auf für Macchiadi. Macchiadi legt ihn sich am Ende zu weit vor und Spahic ist da. Rolfes. Oh, Rolfes, klasse Ball von Simon Rolfes da auf. Sidney Sam, aber am Ende ist er noch ein bisschen zu weit, weil Sam ihn da hat aufkommen lassen. Wenn der aufspringt hier bei der Nässe, dann ist der Ball rasend schnell.
Jetzt gut, die Dreieck da, das Dreieck da aufgebaut mit Elia und Janosovic. Ejiro Elia zieht mal da in die Mitte. Jetzt der klasse Pass da auf Aaron Hunt, der flankt direkt in die Mitte. Petersen! Da ist er! Der Führungstreffer durch Nils Petersen in der 31. Minute, sein 9. Saisontreffer. Das war klasse gespielt. Hier Elia mit dem wunderbaren Ball, Hunt volley die Flanke und Petersen mit dem Kopfball. Dann ist es passiert. 1:0 Führung für den SV Werder Bremen. Und die Werder-Fans sind da. Petersen, klasse dazwischen, ja, vor Reinhardt. Bönisch jetzt. Wieder Reinhardt. Leverkusen, ein bisschen gefangen hinten. Bönisch jetzt mit dem Ball auf Sam. Und ich muss wirklich sagen, das war eben nämlich ein langer Laufpass. Also Dreieck plus L1, was dann auch Playstation-Controller sagen würde. Ich habe den Tipp da doch mal angenommen. Das ist wirklich ein geiles Ding. Habe ich mal für Playstation die Woche schon ausprobiert. Die kommen ja richtig genial, die Pässe. Habe ich noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Macchiadi. Ah, Elia war am Abseits. Bönisch. Reinhardt. Rolfes. Simon Rolfes. Oh. Oh ne, das war eine Schwalbe. Hör auf. Er läuft erst weiter und er lässt es sich mit einmal fallen, der gute Rolfes. Ganz schwaches Ding da. Und das war. Was? Da pfeift er schon wieder Freistoß. Das gibt's ja gar nicht. Injowski angeblich mit dem Foulspiel. Hier gucken wir nach. Naja. Naja, hör auf. Kann man ja wirklich nicht wirklich durchgehen lassen. Naja, gut. Oh, langes Ding, Mielitz. Oh, der Abwurf, der kam. Nicht gut. Castro erobert den Ball gegen Aaron Hunt. Da kommt die Flanke an den langen Pfosten. Und da steht Sebastian Bönisch. Der Linksverteidiger steht am langen Pfosten. Völlig frei und köpft den Ball ein. Gucken wir mal nach Isolassi. Steht zwar da, greift aber überhaupt nicht ein. Und dann steht Bönisch da völlig blank. Erst Aaron Hunt mit dem Ballverlust. Flanke von Castro. Und dann ist es klasse gemacht. Dann ist es klasse gelöst von Leverkusen. 42 Minuten, kurz vor der Pause. Nochmal das 1:1. Und wenn wir ehrlich sind, haben sich eigentlich verdient, die Leverkusener. Janosovic, Petersen, jetzt nochmal raus auf Aaron Hunt. Aaron Hunt mit dem Abschluss. Hilbert wirft sich dazwischen. Macchiadi, klasse. Dreht nochmal ab. Macchiadi. Rolf ist dazwischen nochmal. Mann, Mann, Mann. Castro spielt den Ball nochmal auf Rolf, ist ja ganz viel auf dem Flügel heute zu finden. Was ist mit dem alten Rolfes denn los? Dass der so oft auf den Flügel ausweicht heute. Simon Rolfes, da ist er wieder. Simon Rolfes gegen Tribol. Klasse vom Ex-Rostocker. Und Aaron Hunt nochmal. Aaron Hunt treibt den Ball. Jetzt der Pasta mit Macchiadi. Nochmal auf Aaron Hunt. Da ist Petersen. Schade. Was war zu spitz der Winkel, den direkt mit links zu nehmen. Und da ist Pause. 1:1 zur Halbzeit. Zwischen Werder Bremen und Leverkusen. Gutes Spiel momentan, muss man wirklich sagen. Bin echt gespannt, wie das weitergehen soll. Wie das weitergeht, vor allem natürlich, ne? Wir, ja, kickern hier gar nicht lange rum, machen sofort weiter. Mit dem Spiel natürlich Janosovic und Petersen beim Anstoß. Tribol. Und Gebre Selassie, der großen Anteil hat an den Gegentreffer eben. Dann muss er einfach dichter dran sein am Bönisch. Nils Petersen, klasse Ball jetzt auf. Aaron Hunt und Leno im Tor mit der Glanzparade. Riese Möglichkeit für Werder. Macchiadi die Balleroberung. Bender hat den Ball noch. Lass Bender. Oh, Macchiadi kommt zu spät. Vorteil natürlich für Leverkusen. Sam, Reinhardt. Oh, da klasse Pass auf Kiesling. Kiesling, Mielitz. Jetzt geht's hier hin und her. Janosovic. Ah, oh, Ballfluss gegen Spahic. Oh, ist der Ball da auf. Sydney Sam. Hier kommt die Flanke. Garcia mit dem Kopf zur Stelle. Oh, nochmal. Lukimia. Oh, was ist mit Tribol los? Aber Injovski ist jetzt dran.
Elia. Mit Petersen. Der hat wieder Probleme mit der Ballannahme. Lars Bender. Ah, Nosovic, schade, kommt nicht ran. Und jetzt gibt's eine gelbe Karte für Cedric Macchiardi noch im Nachhinein. Zeigt auch gar nicht mehr wofür. Und da dachte ich, hätte ich den Leverkusen angeschossen. Bender. Jetzt der Lassi dazwischen. Bender weiter im Ballbesitz. Kiesling, Garcia. Macht er gut heute. Oh, Fehlpass. Selassie Castro mit der Riesenmöglichkeit. Meine Güte. Da stimmt's jetzt nicht. Selassie mit einem ganz schlechten Tag heute. Nächster Fehlpass. Castro, der kleine Castro. Ja, da sieht man, dass er kein Kopfballungeheuer ist. Aber den muss er auch einnicken. Den muss er eigentlich einnicken. Glück für uns heute in dieser Situation. Bender. Oh, lässt aber Macchiardi eiskalt ins Leere laufen. Kimia, kein Foul diesmal. Macchiardi. Ja, Nosovic. Nee, raus mit ihm. Komm, das hat er. Das hat er keinen Zweck mehr. Der füllt ja jeden Ball. Der kann ja nicht einmal einen Ball annehmen, der gute Zlatko Junosovic. Ist auch schon müde, ne? Für ihn wird dann. Ja, Felix Groß in die Partie kommen. Aaron Hunt ist müde, meine ich das. Felix Groß kommt als. Ja, hinter die Spitze. Hat er zuletzt auch ein paar Tore gemacht, der gute Felix. Jetzt Aaron Hunt mit der Balleroberung. Ja, kann sich nicht gegen Hilbert durchsetzen. Jetzt hat er den Ball wieder. Aber Hilbert setzt sich echt durch. Hilbert ist da schneller. Die beiden 14er da unter sich. Castro gegen Jowski. Oh, das war gut von Macchiardi gemacht. Ah, Fehlpass da jetzt Elia. Elia gegen Bönisch. Jetzt setzt er sich durch. Elia, klasse. Hat er mal Platz. Flanke von Elgero Elia. Aber zu nah vor das Tor von Bernd Leno. Viel zu nah vor das Tor. Da kann jetzt Petersen nie und immer mit dem Kopf rangehen. Da braucht er auch gar nicht hingehen, weil dann verletzt er sich bloß selbst oder riskiert einen schlimmer Foul. Oh, Junosevic wieder mit dem Ballverlust. Wird Zeit, dass er rausgeht. Und jetzt schmeißt er sich da so lächerlich hin. Mann. Trebol, klasse. Leider kommt der Ball nicht an. Aber der Einsatz stürmt bei dem Jungen. Wolf ist, Aaron hat mit der Balleroberung. Jetzt Junosevic mal. Kann er den Ball mal spielen? Ja, er kann es. Er kann es. Petersen raus. Macchiardi gegen Bender. Macchiardi mit der Hacke. Jetzt Elia. Petersen, schade. Kommt nicht ran. Elia kann das Kopfball natürlich nicht gewinnen. Macchiardi kommt da ran. Oh, warum klärt er den denn da? Hätte er ja bloß ausgehen lassen müssen. Jetzt Junosovic. Junosovic schießt mal. Junosovic. Meine Güte. Schöner Versuch vom Österreicher. Seine letzte Aktion. Oh, da war Toprak bald noch mit der Hand dran und er hätte es entweder gegeben. Hey, ja, den sieht Leno relativ spät. Klasse Aktion. Die einzig gute Aktion von Zlatko Junosovic bislang. Deswegen geht er jetzt auch runter für den Kopf. Felix Groß, der Torjäger der Stunde sozusagen. Und bei Werder kommt Emre Can für Stefan Reinhardt in die Partie. Oh, Leno mit dem Abschlag. Oder Abstoß, warum sage ich mal Abschlag? Abschlag ist was ganz anderes. Aaron Hunt, wieder Garcia. Garcia, oh, das war nicht blöd gemacht. Groß. Groß kann sich nicht gegen Bender durchsetzen. Oh, klasse Pass von Sidney Sam in den Lauf von Kiesling. Aber er verfehlt da deutlich das Tor von Sebastian Mielitz. Ja, Groß unterlegt den Kopfball gegen Schan. Bender. Kiesling. Ah, das war klar. Das war klar, dass er das pfeift. Wir gucken nochmal nach einem Wechsel. Ach, warum geht denn immer auf Spielerrollen, Mensch? Kader. So, jetzt kommt Selke rein. Ne, Quatsch, Di Santo will kommen. Di Santo kommt also jetzt für Petersen rein vorne. Petersen abgesehen von den. Vom Tor, nicht viel zu sehen von ihm. Viele schlechte Ballannahmen. Da muss besser werden. Sicherlich war er da, wenn er gebraucht wurde, aber ansonsten war das natürlich nichts. Di Santo jetzt. Mit Aaron Hahn. Und der müsste nur raus auf Elia. Genauso ist es. Jetzt Elia hat ganz viel Platz. Konterchance. Elia. Kläglich vergeben. Mann. Jetzt Tribol. Den Ball auf Hand, schade. Kiesling.
Okay, wir dazwischen, Tribol. Sehr gute Leistung von ihm heute. Der Pass, der letzte Pass muss noch kommen von Tribol. Der letzte Pass muss noch kommen. Kämpferisch und zweikampftechnisch. Absolut geniale Leistung von ihm. Macchiardi mit Elia. Oh, geht nicht hin, der geht nicht hin. Gegen Bönisch. Hetzt er sich immerhin durch. Aaron Hunt. Warum Aaron Hunt so zentral spielt, weiß ich nicht. Tribol, klasse dazwischen. Haben wir Felix Groß. Ja, im zweiten Anlauf setzt er sich dann doch durch. Felix Groß. Felix Groß schießt ab! Aber dann hält Miele sogar fest. Leno. Den hält Leno sogar fest. Starke Leistung vom Keeper der Leverkusener natürlich. Der Borussia Lasse geht zwar in den Kopfball rein, aber gewinnt das Duell dann nicht. Schade. Sebastian Miele. 6 Spiele ohne Gegentor. Jetzt kommt jetzt Hegeler für Rolfes. Hegeler, auch ein Kandidat, finde ich. Den man sich mal angucken könnte. Elia. Ballverlust. Oh, jetzt nochmal Leverkusen. Sidney Sam, kurz vor Schluss hier. 88. Minute läuft. Oh, Lokimia mit dem bösen Fehler. Nochmal Lokimia dran. Elia nochmal. Lokimia schickt nochmal Elia. Sehr gut. Will das nochmal was? Nochmal Platz hier für Elia. Spahic ist dazwischen. Einwurf Werder. Felix Groß. Spielt nochmal mit Di Santo. Der sucht nochmal Aaron Hunt. Da kommt Iniowski nochmal. Aber wohin, wohin? Da hat sie keine Angebote. Und schießen kommt man aus der Lage auch nicht. Schade. Aber wieder Tribol mit der Balleroberung. Klasse. Iniowski nochmal. Mann! Dass sie die Pässe immer nicht spielen können. Och. Ich werde schon wieder aufgeregt hier. Oh, Macchiardi bei Verlust. Tribol, das ist vorbei. 1-1 am Ende. Zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Torschützen Nils Petersen und Sebastian Bönisch. Schade, da war auf jeden Fall mehr für uns drin. Hier nochmal das klasse Tor. Elia auf Hand und der Koffer von Petersen. Das war klasse. Aber wie gesagt, da war eindeutig mehr drin. Wir hatten gute Chancen. Petersen zwar mit einer guten Bewertung, aber mich interessiert auch, was der Tribol. 6,9 nur. Das war eigentlich viel mehr wert. Ja gut, die entscheidenden Pässe haben gefehlt. Aber wie gesagt, kämpferisch und läuferisch und so war das klasse von Tribol. So, Nationaltrainer auf Fährte von, was ist das? Venezuela. Nee, interessiert mich nicht. S2 ein Abschlussbericht. Ja, S2 wäre interessant. Und Büttnach, ich will ja so viel holen, ne? Angebot ablehnen. So, Leute, alles Weitere machen wir dann in der nächsten Folge vom Karrieremodus mit Werder Bremen. Da geht's dann in die heiße Transferphase, in die Winterpause. Also, haut rein, liebe Leute. Ciao, ciao, euer Hansa-Fan.